Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, jetzt hat man ja, man hat 14 Spiele in Folge nicht verloren, dann hat man jetzt eine Niederlage gehabt und gewinnt wieder, sportlich läuft. Jetzt kursieren Gerüchte, Leute fragen, wie schaut's aus nächstes Jahr? Stellt man einen Antrag komplett oder nicht, was passiert? Ja, ich glaube, heute darf ich es dann offiziell auch sagen, haben wir auch gerade der schreibenden Presse schon in den Blog diktiert. Also offiziell ist der Antrag, wird gestellt. Was aber noch nicht zu bedeuten hat, dass wir das auch machen können, weil wir müssen dort auf das Okay von der Stadt warten. Weil die Umbaumaßnahmen, wir wissen noch, die Stadt weiß noch nicht, wie hoch die sind, von den Kosten her. Und wenn die zu teuer sind, dann sagt die, wenn die Stadt Nein sagt, müssen wir leider wieder zurückziehen. Okay, ja, das ist dann ein finanzielles Ding. Sportlich gesehen war es heute auf jeden Fall eine gute Bewerbung für nächstes Jahr oder für höhere Aufgaben. Deswegen erstens bedanke ich mich für Schwanhofer, danke fürs Kommen. Aber ich darf auch sagen, wir werden genauso glücklich sein nächstes Jahr, wenn wir Bayernliga spielen. Also ich glaube, das ist ein Riesenerfolg, dieses Jahr die Klasse auch mit so Spielen halten zu können und sie nicht nur zu erkämpfen, die Klasse, sondern dass du so Fußball spielen kannst, dass du auf Gegner triffst, die dir da entgegen Paroli bieten. Und das war halt die letzten Jahre nicht. Da hat man gemauert gegen uns halt. Und wir sind genauso glücklich in der Bayernliga. Aber wenn man es halt sportlich vielleicht schafft, was wir dann noch machen müssen, also wir müssen immer noch Vierter werden, ne? Und also mit 55 Punkten reichen auch dazu wahrscheinlich noch nie aus. Dann, warum soll man der Mannschaft den sportlichen Erfolg halt wegnehmen, wenn sie es halt vielleicht schaffen kann? Aber das werden wir dann halt sehen, wenn es soweit ist, und das ist leider erst am letzten Spieltag. Okay, das heißt, es ist also nächstes Jahr wieder Fußball, egal. Egal. Gut.